Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht. Ach ja, jetzt wo wir Kosmos haben, können wir auch endlich kämpfen. Sehr schön. Okay, das kann jetzt so witzig werden. Denn ja, die Viecher können Boosts einsetzen. Ich hasse diese Viecher, ehrlich. Denn ja, sie machen AI-Schaden. Sie greifen die ganze Gruppe gleichzeitig an. Ja, der Typ hat echt tolle... hat echt tolle Sound-Samples, muss ich echt sagen. Und ich hoffe auch ein bisschen diese Szene heute abschließen zu können. Habe ich gerade überlegt, sage ich Stelle oder sage ich Szene, aber ich sag mal einfach Szene, das passt schon. Oh, toll, jetzt wo ich hätte mein Boost einsetzen können, stirbt der Gnosis wieder, ey. Ist wieder so typisch. Yeah, ich habe Isapack erhalten, sehr gut. Meat Kit, yay, noch besser. Diese verschlossene Partition hat mich davon abgehalten, dich früher zu erreichen. Partitionsknopf drücken, ja, machen wir. Nein, ich bin nicht scharf darauf, nochmal gegen diese AI-Viecher zu kämpfen. Das nervt. Also, AI-Schaden ist eigentlich Flächenschaden, um das kurz zu erklären. Ja, sie ist mit der Segment Nummer 18 Dingsbums hier markiert. Nein, also es ist eigentlich Flächenschaden. Wir haben natürlich keinen Flächenschaden in dem klassischen Sinne. Aber wir haben einen Gruppenschaden. Möchtest du dich ausruhen? Ja, machen wir. Ich meine, ey, die Gnosis greifen an, aber wir ruhen uns mal aus. Warum nicht? HP und MP, HP und EP wiederhergestellt. Yay. Okay, weiter geht's. Ganz im Ernst, ich meine, wir würden jetzt nicht schlafen. Oh nein, nicht so ein großer. Egal. Also, klar ist es ein großer. Ich habe den ja eben schon gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Goblin ist. Aber immerhin mache ich genug Schaden, dass ich sagen kann, der wird nicht lange leben. Das war es auch schon. Sehr schön. Ja, wenn wir Virgil am Ende sehen, will er gar nichts sagen. Escape Pack, sehr schön. Biosphäre, noch besser. Nein. Target locked on. Commencing combat. Gut, dadurch, dass ich weggerannt bin, geht's noch. Nein, ich werde ihn jetzt nicht gleich besiegen. Denn ich möchte jetzt auch einmal mit Virgil angreifen. Mal gucken, ob der es vielleicht schafft. Nein. Nicht mal ansatzweise, der Versager. Ja genau, greif ihn an. Er hat's verdient. Bitte nicht böse sein. Aber, ja. Ich brauche nur ein Thumbnail für den Part. Ehrlich. Wie geht die Thumbnails langsam aus? Ja, 20 Schaden kann ich gerade so noch ab. Ja, Kosmos kann eine neue Attacke einsetzen. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Im nächsten Kampf vielleicht. Mal gucken. Vorausgesetzt, ich darf sie dort einsetzen. Vorausgesetzt, es gibt jetzt nochmal so schnell einen Kampf. Sehr schön. The enemy
Enemies have been exterminated. Ach, es gibt für ihn keine Nahaufnahme. Ich verstehe. Meinetwegen, dann nicht. Muss mir etwas anderes einfallen lassen für ein Thumbnail. Ah, Mann. Jetzt aber auch schön, wie dieses Spiel mal wieder nicht sagt, wo ich hin soll. Ich nehme an, dass ich nach hier oben muss. Immerhin war dort unten nichts mehr. Aha. Ach, ich glaube, ich muss noch da links rein. Ey, wie die mich einfach ignorieren! Seid ihr irgendwie verbuggt oder so? Also hier hoch muss wahrscheinlich. Keine Reaktion. Wurde die Brücke auch attackiert? Yep, wurde sie. Okay. Passt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, aber... geht schon irgendwie. War ich definitiv auch schon. Genau, das ist nämlich der Fernsehsüchtige. Mit dem großen Genital. Ja, man kann da auch raufhauen und dann steht irgendwie, es wäre gebrochen oder so. Ist kein Scherz. Wie kann man das Ding auch brechen? Keine Ahnung. Golem. Ich meine, wer denkt sich dieses Charakterdesign denn bitte aus? Was für ein Perverser war da bitte am Werk? Wieso kann er das einfach so abwehren? Ja, ich habe immer noch nicht geguckt, was diese Dinger da unten bedeuten. Tut mir leid. Mega-Hentai, ey. Kann er damit auch zuschlagen? Ey, ich schlag jetzt echt laut mit dem Ding zu. Hätte ich ihm auch zugetraut, ey. Komisch, gegen den kann Kosmos das Ding nicht einsetzen. Die Attacke auf Kreis. Ich glaube, dieser war vorher nämlich kurz aktiv. Bei dem einen anderen Gegner. Alter, ich komme auf diesen Gegner nicht klar. Vielleicht wie er aussieht. Aha. Darf schon wieder angreifen. Gut, dann heilen wir mal kurz hier. Hier nicht mehr, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ja, greif den an. Der nervt mich sowieso gerade. Okay, jetzt hakt vielleicht auch nicht mal zumindest. Gott sei Dank. All systems clear. Yay. Isa Pack S mal 2, sehr gut. Sergeant Swain, und dann hier haben wir das Sergeant Swain, Sergeant Swain. Er ist immer noch tot, Shion. Noch eine Biosphäre halt, sehr gut. Läuft langsam. Ey, wie die mich hier einfach alle ignorieren? Ja,
der ist auch tot mit dem Rausch, also gar nicht mehr zu reden. Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht noch irgendwo hin kann oder so. Aber grundsätzlich fällt mir nichts ein. Möglicherweise kann ich jetzt dieses Ding zerstören aus irgendwelchen Gründen. Ein Revive DX und 200G. Okay. Also, mir ist klar, dass ich das Ding zerstören konnte, weil ich dieses, sagen wir mal, Plugin jetzt habe, aber trotzdem. Ich verstehe nicht, was es mir jetzt bringen soll. Ich verstehe, jetzt kommt ja doch das oben rein. Sehr gut. Ja, komm her. Alter, wir gleich wieder Boost einsetzen. Ich weiß schon, warum ich diese Viecher so abgrundtief hasse. Wenigstens hat er seinen Boost dieses Mal nicht eingesetzt, um mich hier komplett platt zu machen. Komm, kosten uns noch so ein Ding. Sehr gut, der ist tot. Perfekt. Der ist auch hinüber. Das klingt irgendwie immer verkehrt. Oh, Level up, Gott sei Dank. Den brauche ich jetzt aber auch echt mal. Ah, ich habe den Decoder 18 erhalten. Für die Tür Nummer 18. Sehr schön. Gut, hier ist ein Speicherpunkt. Der hat bisher immer funktioniert. Ich guck mal, ob er immer noch funktioniert. Ja, funktioniert sehr gut. Benutzen wir doch gleich mal das Teil. Gut. Nice von meiner Seite aus mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Xenosaga Episode 1. Der Wille zur Macht.